Herzlich willkommen zu Cursor Friends TV live vor Ort. Jeder kennt sie und jeder hat mit ihnen als Kind gespielt. Die Rede ist von den bunten, rechteckigen Plastiksteinen der Firma Lego. Ab dem 10. April 2014 können diese kleinen Steinchen und Figürchen aus Polycarbonat sogar im Kino bestaunt werden. Wir sind heute bei der exklusiven Vorpremiere des neuen Lego-Movies in Oberhausen zu Gast. Doch wir wären natürlich auch kein Freizeitparkforum und Achterbahnforum, wenn wir nicht von euch, für euch, von einem Park berichten würden. Somit schauen wir uns heute mal das Legoland Discovery Center mal genauer an. Everything is awesome. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Nachdem wir jetzt einen Blick in das Discovery Center in Oberhausen geworfen haben, blicken wir jetzt einmal auf den roten Teppich im Prinzip direkt gegenüber. Denn das zentrale Event heute am Zentro Oberhausen ist die Vorpremiere des neuen Lego-Movies. Das bekannte Spielzeug wird zum Mittelpunkt eines Animationsfilms von Warner Brothers. Darin geht es um Emmett, eine junge, normale und gesetzestreue Lego-Figur, die fälschlicherweise für einen fabelhaften Baumeister gehalten wird. Daraufhin geht er zusammen mit einer Gruppe von Fremden auf eine Mission, um einen bösartigen Tyrannen davon abzuhalten, das Universum zurückzukleben. Wir fragen jetzt mal die Besucher nach ihren Erwartungen zum Film. Also ich erwarte, dass er lustig ist und ja, dass er auf jeden Fall interessant und spannend wird. Wie aufgeregt bist du zum Film? Ja, sehr. Sehr? Freue mich schon. Hast du schon mal Szenen vom Film gesehen? Ja. Welche hat dir am besten gefallen? Wo das Haus vom Himmel kommt. Ich stehe jetzt hier mit der Hauptfigur Emmett vor, oder im Kino schon bereits. Emmett, du bist die Hauptfigur. Wie aufgeregt bist du zum Film? Ja, okay. Ich habe schon mal einen 3D-Film gesehen, ja. Ich denke mal, der wird sehr, sehr toll von der Animation her. Obwohl ich den Trailer noch nicht gesehen habe, aber das, was ich gehört habe, also macht mir viel Hoffnung, dass es toll wird. Ich persönlich habe schon mal einen 3D-Film gesehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass das nicht so für mich das Wahre ist. Ich bekomme nach einer gewissen Zeit Kopfschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Ich schaue mir lieber dann die normalen Filme an. Emmett, was war denn das Schwierigste beim Dreh? Worauf musstest du dich einstellen und welche Schwierigkeiten gab es? Ja, Emmett ist heute nicht so gesprächig. Wir schauen uns einfach mal den Trailer an. Guten Morgen, liebe Wohnung! Ich bin startklar. Eine Runde Frühsport. Eins, zwei, drei. Mann, bin ich fit! Ja, überteuerter Kaffee. Macht 37 Dollar. Super! Hier ist alles super. Doch, ich stehe auf diesen Sound. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Ah, nein, ey, warte! Wo bin ich? Komm mit mir, wenn du nicht sterben willst. Was soll das? Du bist der Besondere. Und die Prophezeiung sagt, dass du die wichtigste Person im ganzen Universum bist.
Das bist du doch, oder? Ja. Das bin ich. Entspannt euch, Leute. Ich bin hier. Batman! Super! Haben Sie einen Termin? Ich habe einen Termin mit einem Toröffner. Ach, du Schande! Baff! Beim ersten Versuch. Liebe Meisterbauer! Hallo! Lord Business plant das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Es gibt jedoch Hoffnung. Der Besondere ist bei uns. Ich weiß, was ihr denkt. Keiner ist als Anführer weniger geeignet. Und ihr habt recht. Du bist sowas von enttäuschend. Auf allen Gebieten. Ich bin nicht der Besondere. Ich bin ein ganz einfacher, normaler Typ. Du hast die Fähigkeiten, der Besondere zu sein. Ich glaube an dich. Roboter, vernichtet ihn! Aloha, ihr Loser! Hier sehe ich schwarz. Das war ein schlechtes Wortspiel. Bringt ihn in den Schmelzraum! Gehört zum Bad Cop nicht immer auch der Good Cop? Hallo, Freund. Magst du vielleicht ein Glas Wasser? Ja, das werde ich. Dein Pech. Wir übernehmen dein Denken. Was? Ich bezweifle, dass er jene eigene Idee hatte. Das ist nicht wahr. Darf ich vorstellen? Das Doppeldecker-Sofa. Darauf können wir alle zusammen Fernsehen und Freunde werden. Sowas Bescheuertes habe ich echt noch nie gehört. Ich übernehme das. Diese Idee ist einfach grauenhaft. Schnell ins Batmobil. Mist. In den unsichtbaren Jet. Mist. So, schönen guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich hier zur Vorpremiere des Lego-Movie erschienen sind. Ich heiße Sie im Namen des Legoland Discovery Center Oberhausen ganz herzlich bei uns willkommen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den Kollegen hier vom Kino, dass sie uns das ermöglicht haben, heute Abend diese wunderschöne Vorpremiere zu machen. Und damit wir den Emmett nicht die ganze Zeit nur hier so ganz stumm als Minifigur sehen, wollen wir uns den jetzt natürlich auch im Film anschauen. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Spaß dabei und an alle kleinen Lego-Fans, ihr habt danach auch immer noch die Gelegenheit, ein Foto mit dem Helden aus dem Lego-Movie zu machen. Viel Spaß! Wie hat Ihnen der Film gefallen? Sehr gut. Welche Szene war die beste nach Ihrer Meinung nach? Waren so viele Szenen, kann man gar nicht genau sagen. Welcher Charakter hat Ihnen am besten gefallen? Ja, der Hauptdarsteller ist natürlich cool, aber Batman war auch cool. Die Lucy, waren schon ein paar nette dabei. Wie war der Film? Gut. Hat er dir sehr gut gefallen? Ja. Welche Figur war die beste? Batman oder Emmett? Batman. Batman war am besten? Okay. Ich fand das schon richtig gut mit Batman und was ich da alles gesehen habe, fand ich schon ziemlich lustig. Habe ich zusammen mit meinen Kindern geguckt und ja, war auf jeden Fall interessant.